Begrüße euch herzlich hier bei Ultra DWeb TV Star Wars The Show. Ja, also mal dazu sagen, Elbenwald und wie die alle heißen, also alle, die mit Ware arbeiten, sind natürlich und stellen Fragen und so weiter und so fort. Ich bin nur fürs Fernsehen zuständig, ich bin nur für Film und Foto zuständig, ich bin reiner Dienstleister und seit über 30 Jahren involviert mit Star Wars. Mach einen auf Captain Rex, weil passt zu mir. Und diese Folge heute hier bei Sturm 120 km/h, pfeift der Winter draußen. Ist auch schon leicht kühl, ist auch Herbst, aber wie das so ist, wir bleiben bei Star Wars. J.J. Abrams, habe ich ja auch eine Folge von gemacht. Also erstens, als Fan kann man, was soll ich da machen als Fan? Ich habe jetzt als Fan, wie gesagt, nach 40 Jahren, schön und gut, 40 Jahre Star Wars, davon 30 Jahre involviert. Ich höre auf, da irgendwie was zu kaufen. Ich werde es einfach nur genießen. Da wurden gerade Fragen gestellt, ob ihr auch damit einverstanden seid, dass Star Wars verschiebt. 9, denn ich bedenke, dass jetzt 9 aufgehoben ist. Ja, 9 sollte ja ultimativ mit 69 mm, super, ultra. Davon hört man jetzt gar nichts. Man hört jetzt, dass zwei gute Regisseure, die sind gut. Die haben gut geliefert. Die haben Batman gemacht, versus Superman und so weiter. Also die beiden haben auch Oscars. Ja, also sie sind also verdammt gute Regisseure. Auch bei Han Solo ist ein Oscar-Regie am Werk jetzt. Gut, Disney braucht auch wieder Geld, weil Disney doch ein bisschen viel Geld ausgegeben hat. Disney gibt es ja auch zu, dass sie ein bisschen viel ausgegeben und nicht so viel bekommen, wie sie gedacht haben. Nur Episode 7, Star Wars, hat nun mal über 2,2 Milliarden eingespielt. Aber man hat ja auch bemerkt, dass die Figuren gar nicht so toll waren. Die waren nicht toll, diese Figuren, und kamen auch nicht so an. Die Leute rennen jetzt nicht so hinter diesen Figuren her, wie die Figur aus Episode 4 bis 6. So, 4 bis 6, sogar die Ewoks wurden mehr gekauft, wie bei E7 überhaupt eine Figur. Und wenn wir ganz ehrlich sind, bei Rogue One, diese Figuren sind auch nicht so der Hype, dass das ein Renner ist. Ja? Ich spreche jetzt so aus der Verkaufserfahrung, hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich jetzt hier in einer Star Wars freien Zone lebe, wo die Leute nicht so auf Star Wars abfahren. Anhand der Kinderreaktion ist Star Wars bei den Kindern immer noch vollkommen zugegen. Ja, ich habe auch gestern, wo ist der Helm, wo ist der Helm? Sag ich, der steht im Schaufenster. Dann hörte ich die Diskussion. In 3 Monaten ist Weihnachten, also in 100 Tagen ist Star Wars da, also 96 Tagen. In 96 Tagen ist Star Wars jetzt da, jetzt unterhalten wir uns gerade schockmäßig. 9. Gut, 7 mit J.J. Abrams ist nun mal kontrovers, ist nicht so in aller Munde, ist halt nicht so. So, J.J. Abrams macht es und die Amerikaner sind aber irgendwie froh. Ich habe sehr viele Sachen gehört gestern, ich habe mir in Amerika sofort umgehört, überwiegend positiv. Also die Amerikaner sind mit J.J. zufrieden, auch wegen Star Trek und alles. Ich meine, er ist ein Sci-Fi-Künstler und sein Kollege, der jetzt da mithelfen wird, ist noch nicht so spruchreif, deswegen erwähne ich ihn jetzt nicht. Ich habe ihn aber auf unserer Seite, also ihr seid total und recht herzlich willkommen bei 100% Star Wars Fans. Die 100% Star Wars Fans bleibt auch ich, euer Admin, euer Administrator. Ich kümmere mich weiterhin um die Sache, nur um die Figuren nicht mehr, mich interessiert das nicht mehr. Weil ich muss als Unternehmer auch daran denken, dass diese Figuren verkauft werden, dass auch Fans nur darüber diskutieren, kann man auch vor laufender Kamera. Für diese Sendung wurden ja viele Figuren eingekauft, die jetzt so langsam wieder in den Verkauf gehen, die so langsam hier aus dieser Lounge heraus, und dann schauen wir mal, die dann, wie gesagt, zu Weihnachten angeboten werden. Und wenn ich ganz ehrlich bin, das, was jetzt hier ist, möchte ich am liebsten gar nicht verkaufen. Da bin ich einfach mal ehrlich vor laufender Kamera. Ich muss aber unterbrechen. Morgen! Auch ich arbeite jetzt mit einigen zusammen und fragen uns, eine neue Show zu machen. Star Wars schön und gut. Star Wars gehört Disney. Disney merkt man, was da abgeht. Wir wollen jetzt auch nichts verkaufen. Wir machen jetzt nicht so wie Elbenwald da und stellen Fragen. Ich stelle auch nicht als Captain Rex die Frage,
sondern ich schaue gerade raus, bei 120 km/h der Wind, wie die Bäume da bewegt und die Kunden auch schon in den ersten sogenannten etwas wärmeren Sachen hier erscheinen. Wie gesagt, über Star Wars wird halt nicht so viel philosophiert, über Star Wars wird auch nicht so, es waren Star Wars Fans da, die halt auch gekauft haben, aber dank Amazon verdient pro Sekunde 20 Euro. Ich hatte gestern noch eine Lehrerin und diese Lehrerin sagte, dass sie ihre Kinder, also ihre Schulklasse so erzieht, dass sie nicht nur bei Amazon kaufen mögen, sondern auch die kleinen und Kleinstläden da und so weiter. Aber es wird sich ändern und deswegen werden auch keine Figuren mehr angeboten, nur halt für die Sendung, damit die Zuschauer wissen, warum es hier so viele Star Wars Figuren gibt, weil gestern hatte ich auch einen jungen Mann da, 6-7 Jahre alt, warum hast du denn nur Star Wars? Warum hast du denn nur Star Wars? Ja, ich kann, bringt nichts. Also ich kann mir den Laden hier nicht vollstellen mit allen Themen von Marvel, Frozen, Disney, Schrägstrich, das geht nicht. Das kann man nicht machen. Und deswegen deswegen wird auch jedem gesagt, dass diese Figuren für diese Sendung. Es ist für die Sendung da und jetzt suche ich halt noch ein paar, die Lust und Laune haben, keine Fremden mehr. Ich werde jetzt nur noch Schauspieler versuchen aus der Schauspielschule, weil Laien, das klappt so nicht, da kommen welche aus Vereinen, da soll ich dem Verein beitreten, ich kann aber keinem Verein beitreten, ich bin eine Firma, bin selbstständig und ich muss sofort reagieren, wenn ein Kunde was haben möchte, muss ich sofort und nicht irgendwann, das geht nicht. Ne? Ja, ich finde es auch lustig, wenn die Kunden da so mitbekommen, dass ich spreche, ne? Dann stocken die, ne? Tür ist weit auf und gucken, oh herrlich. Ich finde es super. Ja, also ich finde Star Wars super. Wie gesagt, der erste Teil war ein lustiger Teil, weil 18 Drehtage und die hoppelten da auf Holzbalken rum und so. War eine tolle Sache, dieses gesehen zu haben. Auch 2 und 3, wie gesagt, das war ja rein computerlastig, das Ganze. Und 4, 5 und 6, die mit 758 Millionen, mit 598 Millionen gedreht worden waren. Ja, wir auch so lange Zeit drauf warten mussten. Jetzt alle 6 Monate, alle 3 Minuten bekommen wir irgendwas über Star Wars. Meist negativ, nicht positiv. Google überschwemmt uns mit Star Wars. Das ist eine Überschwemmung. Das ist nicht gut. Wie wir so gewartet haben, 10 Jahre auf den Film und auf Informationen, wie wir überhaupt auf Informationen gewartet haben, punkto Star Wars. Das war es ja. Ja, man konnte es ja auch gar nicht nachvollziehen. Man sah auch diesen Hype nicht. Der war nicht. Ich habe 30 Jahre für Star Wars gearbeitet und das war nichts. Morgen. Was das? So, ich bin nicht traurig, dass das nicht funktioniert hat. Aber die Idee war halt eine lustige, eine schöne Idee, so eine Art Star Wars Room zu bauen, eine Star Wars Lounge zu haben. Nur wenn ich so zwischendurch Zeit habe und ich sitze hier in dieser Star Wars Lounge, ist irgendwie schön, wenn man da so einen BBA sieht oder R2-D2 oder wie die alle heißen. Ja, Darth Maul, aber der ist meistens wirklich weg, weil Darth Maul ist wohl die Figur, die mehr gekauft wird wie alle anderen Figuren. Ich habe jetzt Kylo Ren in zig Varianten hier. Ich habe Kylo Ren in 1:1. Ich kann selber als Kylo Ren laufen. Ich habe eine Kylo Ren 3D-Maske, wo ich ins Kino gehen kann und den Film genüsslich in dieser Maske mir anschauen könnte, ohne die anderen Leute zu sehen. Ich wüsste jetzt natürlich nicht, ich habe noch nicht akustisch diesen Helm getestet, nur visuell. Visuell klasse. Man kann dann wirklich gemütlich 3D sehen. Die Problematik wird dann halt die Akustik sein und deswegen lässt man das auch sein. So. Ja, 40 Jahre Star Wars. Star Wars verändert sich jetzt. Müsst ihr wissen, ich bin kein Fan mehr von Figuren. Stemme die nö. Nö. Keine Lust. Ich freue mich jetzt irgendwie auf Weihnachten. Wenn ich sehe, dass der Film auch wieder Weihnachten kommt. Das Elbenwald wegen Frozen gefragt hat, das ist klar. Weil Elbenwald möchte ja die Sachen von Frozen verkaufen. So, und wenn Frozen so in die Nische rückt, wegen
der Erdrückung, Star Wars 9, das Ende, das kann ja nur krachen, das kann ja nur was Gewaltiges werden, dass das, boah, dass das so beendet, dass alle 9 zu Ende, ne? An sich waren 12 geplant, an sich müsste nochmal ein Dreier kommen. Vielleicht erinnern die sich dran, dass 12 kommen sollten, ja? Gut, vielleicht kommt ja nochmal ein Dreier. Irgendwie so eine Saga da. Wer weiß. JJ, also wenn JJ Abrams mit seinem Kollegen da es hinbekommt, dass wir wirklich wow sagen 2019, dass wir 2015 vergessen, Episode 7, weil einige kommen mit Episode 7 nicht klar, alle wow schreien, ja dann hat sich das, glaube ich, erledigt. Aber bis dahin dauert es noch. Und bis dahin haben wir jetzt erstmal mit etlichen Stürmen zu tun, wie ich da draußen. Ihr hört es sicherlich so ein bisschen rauschen, weil das eine 5.1 Kamera ist. Die hat also 5 Mikrofone. Ich habe hier gerade 2 Mikrofone für mich und die anderen sind im Backstage-Bereich. Und die erwischen halt die hintere Front da. Und das rauscht. Ja, also wer Lust hat, kommt vorbei. Wie immer, es bleibt. Nur nicht mehr so euphorisch. Die Euphorie ist weg. Kann vielleicht an 40 Jahren liegen. Keine Ahnung. Aber jedenfalls ist die Euphorie weg und ist auch keiner mehr da, der irgendwie euphorisch ist. Waren viele also die Euphorischen sind genauso wie ich auch ruhiger geworden und denken sich ihr Teil und fragen sich auch, sollen wir nicht? Na, die Figuren, wie die aussehen, na, der Helm, wie sieht der denn aus? Ach ja, also meine lieben Freunde, Star Wars Freunde, 100% Star Wars Freunde, ja, bin gespannt, ja? Bin wirklich gespannt. Ich meine, bei Star Wars Verrückten, da ist es ziemlich ruhig, die sind ja auch nur verrückt, die machen ja auch nur dumme Sachen. Aber wir, die sich wirklich mit Star Wars identifiziert haben, die sich das angesehen haben, die auch die Kostüme tragen und die Kostüme nähen, fragen sich auch mittlerweile, was geht denn da ab? Ja, okay. Also wie gesagt, die Comic-Cons ist eine Menge, zu viel Comic-Cons, zu viel Con-Con, also ist zu viel, ja. Alles ist zu viel. Und wenn man ehrlich ist, da ist kaum ein Fan zu sehen, nur kaufen, verkaufen, kaufen, verkaufen. Das macht, also mir macht keinen Spaß, ich möchte Spaß haben. Spaß haben heißt, mit Freunden darüber zu philosophieren und so, ja, sich darüber zu unterhalten, Spaß haben und nicht immer, soll ich kaufen, nicht kaufen, kaufen, verkaufen, kaufen. Ich komme mir vor wie so an so einer Börse da, Star Wars Börse. Ne, nee, keine Lust. Also wie gesagt, seid mir nicht böse, aber ihr seid hier immer noch in der Star Wars Lounge, ihr seid hier immer noch bei der Star Wars Show, die sich fragt, weil Rebels vierte Staffel geht zu Ende, Rebels Staffel 3 kommt jetzt nochmal endlich ins Fernsehen bei XD, Disney XD und bei Disney Channel. Disney Channel will also auch 3 hochfahren, dann hat man jeden Tag 1 bis 2 Folgen, wenn man Glück hat. Dann kommt natürlich die Lego-Geschichte noch. Die Firma Sci-Fi TV hat auch jetzt die Clone Wars am Laufen. Worauf ich jetzt hinaus wollte ist, ich mag Star Wars, ich gucke mir stundenlang an. Ob ich das 60 mal sehe, was da mit Baba oder keine Ahnung mit wem da was irgendwas geschehen ist da. Das ist mir egal, ich lasse laufen. Ich lasse laufen, guck mir das an, ich gucke mich selber an, ne? Euer Captain Rex da in Rente. Und so fühle ich mich mittlerweile. Na? Wie Captain Rex in Rente. Also Captain Rex in Rente, so fühle ich mich mittlerweile. Und das bleibt auch so. So richtig Lust auf Star Wars, euphorisch, noch nicht. Mal schauen. Ne? Mal sehen. Also dann, macht's gut. Wir erleben uns bei Star Wars hier 100% Star Wars Lounge und so weiter und so fort. Aber Hysterie, ich sehe keine. Möchte mich bei euch allen bedanken. Und zwar bei den 100%igen Star Wars Fans in der 100%igen Star Wars Facebook Fan Rubrik. Bei euch möchte ich mich bedanken. Monsieur Pameron hier, ne? Unser Poe Dameron. Sein Helm
gibt es ja jetzt mittlerweile überall zu kaufen. Ne? 159,95 gibt es auch in so abgespeckter Version zu kaufen. Für 59,95 gibt es halt. Ne? Er wird ja geliefert mit Waffe und so weiter. Ich gebe ihn ungern ab, darauf möchte ich hinaus. Also, alles was ihr gesehen habt, alles was ihr sehen werdet, ist und bleibt für die Sendung. Dekoration, ich habe vieles ja eingekauft, vieles benutzt, hat ja mit vielen mich unterhalten, auch privat hier unterhalten, hier im Shop mich unterhalten. Also noch einmal, ich möchte mich ungern von den Figuren trennen, bin kein Fan oder so, aber mittlerweile für die Kulisse, ja, ist okay. Ich arbeite halt mit Green Kulisse und halt mit Original Kulisse hier in der Star Wars Lounge und einige Kunden, einige, zwei, drei, kaufen halt. Und dann ist natürlich auch was Gutes weg. Ich habe jetzt auch wieder einen Auftrag, wie habe ich also in einem anderen Video ja auch schon mal gesagt, dass da eine spezielle Geschichte mit E-Books auf den Weg gebracht worden ist. Er möchte gerne jemanden ein E-Book in so einem Diorama. Weil wir auch Dioramen und alles machen, machen wir die also fertig und werden die dann halt anbieten. An sich soll die ja in der Dekoration erstmal bleiben. Jetzt haben wir halt eine Lücke, ja. Ray ist schon weg in 6 Inch, dann ist Ray nochmal weg in 6 Inch. Leider, also Diorama, das Diorama ist verkauft und gucken, wie ich die wieder zurückbekomme. Also noch einmal, ich möchte ungern auch ihn hier, ich mag ihn, also ich finde ihn toll. Ich finde ihn auch toll, so haben sie irgendwie gut hingekriegt. Er sieht klasse aus, steht auch, viele Kunden kommen dann rein. Muss ich sagen, nein, das ist Deko. Wir brauchen das als Kulisse. Und dafür brauche ich jetzt auch Leute, dass wir da auch eine schöne Show machen, so wie die Amerikaner. In dem Moment, wo J.J. Abrams mit seinem Kollegen da, beziehungsweise J.J. Abrams überhaupt, er hat nur gesagt, dass da einer mitarbeiten wird, ja, dass er da auf diesem Wege sagte, dass er Episode 9 übernimmt und das ist 2019 und so weiter selber. Die Amerikaner hört gar nicht auf. Ihr müsst mal auf YouTube gehen, euch das anschauen, was da abgeht. Also ist schon ein Hammer. Ja, also die haben darüber philosophiert und so weiter. Kommt aber gut an. Einige Deutsche sind halt dagegen, deswegen habe ich ja vorhin gesagt, wenn man so mit 40, ne, 40 Jahre Star Wars und einige von euch sind schon 60 oder kurz davor und überlegen sich, soll ich nicht. Ich habe sehr, sehr, sehr viele Kunden, die mich fragen, du, kaufst du auch an? Also ich könnte mehr ankaufen wie verkaufen. Da muss ich sagen, nein, ich kaufe nicht an. Ich möchte das auch gar nicht. Ich kriege auch gar nicht mehr so viel mit, was im Museum München-Gladbach so abgeht. Weiß ich auch nicht. Und ich wollte einfach nur Danke sagen. Danke. Danke, dass ihr da seid. Danke, dass über 900 da sind. Danke, dass ihr mitmacht. Danke, dass ich von euch auch viel erfahren kann. Und danke, dass auch wirklich einige hier vorbeikommen, mit denen man sich darüber unterhalten kann und so. Finde ich toll. Vielleicht gehe ich ja auch, wenn ich großes Glück habe, mit einigen von euch ins Kino. Und wir sitzen dann da und schauen uns die Filme gemeinsam an. Und anschließend gehen wir essen und unterhalten uns über den Film. Wer weiß, wenn ich Glück habe. Ansonsten gehe ich alleine rein und mache das später dann nochmal in meinem eigenen Kino. 6 Monate später wird der Film ja dann Episode 8 auf DVD und Blu-ray zu haben sein. Ja. So, das war's dann. Danke. Es ist sehr stürmisch heute. Keine Ahnung, was da so abgeht. Wir hatten gerade schon reichlich zu tun. Jetzt trinke ich mir ein Käffchen auf eure Kosten, nee, auf meine Kosten. Aber ich sage danke, dass ihr da seid. Danke, dass es euch gibt. Danke, dass ihr mitmacht und alle 501er da. Ich beglück euch, dass ihr da euer 501 erleben, durchleben und auch machen könnt. Meiner einer ist ein Unternehmer. Wir machen Filmfoto. Wir machen unsere Sachen weiter. Ich würde euch sehr gerne eine Sendung machen wollen. Mal gucken, vielleicht finde ich jemanden, der mitmacht. Keine Ahnung. Sollte auch passen. Bis jetzt hat es nicht so gepasst. Hat also mir nicht so gefallen. Muss ich einfach vor laufender Kamera mal gestehen. Ansonsten mache ich das halt alleine. Dann war es das. Also so richtige Euphorika, so wie ich einer bin, euphorisch mit Star Wars umgehe,
habe ich noch keinen gefunden, keinen einzigen. Weder Kunden, weder im Freundeskreis, Bekanntenkreis oder halt in der Familie. Da gibt es keinen, der wirklich so mit Star Wars groß geworden ist, wie ich jetzt hier groß geworden bin mit Star Wars und auch diese Idee hatte, einen Star Wars Store zu haben, den habe ich ja, einen Star Wars Shop, aber ich will nichts verkaufen. Ich brauche die Sachen für einen Film. Das ist der kleine Unterschied. So, ich überlege mir gerade, ob den Helm macht. Was soll ich mit dem Helm? Vor laufender Kamera aufsetzen, das ist immer so eine Sache. Okay, wie gesagt, bedanke mich. Es war toll. Es war wirklich schön. Ihr merkt schon, es geht jetzt so langsam alles zu Ende und ich muss unbedingt daran. Ciao.